Hallo, schöne Frau, ich muss hier mal durch. Und bist du mir böse, dann würge den Lurch. Ich hab keine Ahnung. Ich schreite voran durchs Tunnelsystem. Hier rumzufliegen ist nicht sehr bequem. Ich würde gern hangeln wie Spider-Man. Doch muss ich hierzu leider erkennen, dass meine Skills dazu bei weitem nicht reichen. So kann ich hier nur fliegen und schleichen. Hier oben zum Turme. Da ist keine Flocke mehr. Und hier oben. Ich wünschte es. Ach, Simon. Ah, hier haben wir schon alles. Okay. Da brauche ich ja gar nicht weiter zu reimen. Los geht's! Ich schau mal ganz kurz auf der Karte hier. Ich kann die Karte gar nicht aufrufen. Es gibt hier keine Karte. Winslet. Okay, ich kann hier nur dem Weg folgen. Ich kann tatsächlich nicht, ich kann nicht anders graben. Offenbar will man das hier nicht anders haben. Kann ich da durch? Ja, ich walze da vorbei. Na, dann düse ich mal rum. Ich fühle mich so frei. Scooter! How much is the wish? Zu Weihnachten, der Make a Wish. Das macht aber jemandem Spaß, offenbar. Von der Zerstörer. So, Evergreen Hill. Wie sieht's aus? 11 von 36. Na, hier waren wir noch nicht sehr fleißig. Aber dass wir hier nur kurz waren, das weiß ich. Und jetzt werde ich hier strichen wie ein Bleistift. Was? Ich habe das Gefühl, hier geht es schon weiter. Ach, ist das süß. Guck mal, hier wohnen die Schneemannsleute. Was ist denn hier los, liebe Leute? Ein Dorf aus Schneemännern. Aber sie wirken recht... Sie wirken nicht lebendig. Da komme ich nicht durch. Das ist gemein. Drum mache ich hier unten den Führerschein. Jetzt muss ich mal gucken, wo geht's... Nein, 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 nein. Erstmal hier oben. Das ist doch klar, weil da noch ein Flöckelein war. So, das holen wir uns natürlich auch. Denn so ist es Sitte, so ist es Brauch. Ich habe keine Ahnung, wie der rechte Weg wohl sein mag. Okay. Dann düse ich mal hier oben rum. Ich bin sicher, das gefällt dem Publikum. Nein, da wollte ich gar nicht entlang. Doch dieser Wind, er macht mich fast krank. Zum Glück habe ich einen Schal dabei. Und einen Handschuh. Ich hätte gern drei. So, hier fliege ich mal in den Schnee hinauf und sammle auch so manches Flöcklein auf. Jetzt, Alter, dieses Reimen ist auch furchtbar. Ich kann mir vorstellen, dass allein deswegen keiner mehr guckt und man mich auf der Straße bespuckt. So, bevor wir da weitergehen, schaue ich mal ganz kurz. Alter, da oben ist doch 100 pro. Aber pro Mansen ist da oben was. Pro Mansen, pro Pansen. Wie viel haben wir jetzt? 27 von 36, da geht noch einiges. Hui! Ciao. Mount Tall. Ah, hier ist der Mount Tall. Können wir hier vielleicht free climben? Vor allem, wie riesig doch dieses Gebiet hier ist. Und ach, wir können dann einmal ganz rum, bis wir wieder nach Hause kommen. Das heißt, die ganze Karte führt uns im Kreise herum. Und so schön ich es hier auch alles finde, aber das ist kein Ort für ein Kind. Denn sind wir mal ehrlich, es gibt hier zwar Tiere,
Und abgesehen davon, dass den Arsch ich mir abfriere, gibt's hier offenbar keine anderen Menschen. Yay. Dabei bin ich doch eine Whore für Attention. Mist. Die Flocke, die hätte ich noch gern. So. Dann bist du mein Augenstern. Also jetzt auch so, ohne die Flocke. Wollte ich sagen. Wenn einer Augenstern, dann doch wohl du. Nein, die Alte ruft gleich wieder. Ich höre die Musik. Nein, die Alte ruft. Fünf Minuten. Okay, Mom. Ich habe schon fast die Welt umrundet, hat der Marvin der Mutti bekundet. Sie stand an der Tür und nickte bedächtig. Der Junge war in letzter Zeit sehr verdächtig. Er hatte sehr viel Schnee an der Nase und sprang herum wie der Osterhase. Er träumte von großen Töpfen mit Elfen, von Bergen, von Schaufeln, von Ballons und von... vom Helfen? Vom Belfen? Vom Zwölfen? Was reimt sich auf Elfen? Melfen. Was weiß ich. Er träumt halt von Zeug und dem Mond. Und hat sich wohl mit allem versohnt. Okay, ich mache jetzt mal einen Selbstversuch. Und scheiß auf den Schlitten. Davon habe ich genug. Ich gehe jetzt hier lang und hier wieder raus. Und siehst du, da sind Flocken am Haus. Ich hab's doch gewusst, wir können hier noch was sammeln, statt ständig nur auf der Veranda zu gammeln. Was sitzt denn da? Es ist wohl ein Schnee-Eul. Den findet der Marvin wohl nicht so geil. Ach, hier sind die Tiere, die wir gezeichnet. Die hat er gesammelt. Der ist ein Jäger. Der Marvin ist ein Jägersmann. 18 von 21 gibt's jetzt hier beim Home. Wo sind hier noch welche? Ach hier, auf The Dome. 21 von 21, so lobe ich mir das. Und komme ich hier rüber? Das wäre natürlich krass. Nein, hier ist Ende Gelände. Als Weg, Tiere, als Weg, hier komme ich. Wir bauen hier eine Autobahn, da kann nicht weiter Schlitten fahren. Yeah, ich bin Marvin, der Baumeister Marvin, yeah. Mutti, aus dem Weg. Mit Anlauf klappt das aber besser, habe ich das Gefühl. Ach, der kann ja mit Anlauf gar keinen Schlitten fahren. Jetzt aber. Hui. Yeah. Halt dich fest. So, und einmal hier durch. Yeah, so lob ich mir das. Und einmal hier durch die Höhle. Ich hoffe nur, wir klatschen hier nirgends durch, aber ich glaube, da haben wir auch einen Durchgang. Yeah, super. Und einmal hier durch, Under Hollows. Yeah, und hier auch durch, Frozen Falls. Und hier... hier nicht unbedingt durch. Je mehr wir uns beeilen... ich will jetzt nicht rumgeilen. Nein, das ist natürlich doof. Je mehr wir uns beeilen, desto weiter kommen wir natürlich auch. Schnauze, Drache... du bist inaktuell. So. Clackety Claves. Schnauze, Clackety Claves. Dich mag niemand. Wie viel fehlen uns hier? Ach Gottchen. Noch 9 Stück. Ich weiß gar nicht, wie wir die kriegen sollen oder wo. Wahrscheinlich sind die zentral an einem Ort. Und wir werden die niemals finden. Denn immerfort werden wir hier mit dieser komischen Klitsche runterfahren. Und trotzen somit den Gefahren. Naja. Und ich hätte gedacht, das wird jetzt vielleicht so ein, zwei Folgen Let's Play. Ich gucke auf die Aufnahmezeit und denke mir, hey, das kann doch nicht sein, hier so lange zu sitzen. Und wegen lauter Schneeflöcklein zu schwitzen. So, hier haben wir ja schon alles gesammelt. Ich wünschte, es wäre anders. Ah. Denn mal so gestammelt. Nein, nein, ich hasse es. Du Kackspiel! Ja, das ist. Das ist meine Lieblingsstelle im Spiel übrigens. Es fehlen ja nur noch. 6? 8. Entschuldigung, 8, nicht 6. Mathe-Genie wieder an der Arbeit. Das liegt davon, dass ich ja so einen Rechenschieber habe.
Da muss ich mir erstmal ausklackern, wie viel denn hier noch fehlt. Na, jetzt spring da hoch. Und hier rüber und einmal dort drüben über das Schneegestüber, das hier gar nicht vorhanden ist. Hat sich gerade nur so schön gereimt. Na, dann nochmal von vorn den Spaß, wie ich diese Stiele hasse. Ich glaube, ich mache mich anschließend nass. Ach, keine Ahnung. Das muss doch wohl zu schaffen sein. Ich bin verzweifelt. Ich glaube, ich weine. Dieses Fahren hier ist echt so elendig langsam. Nein. Ja. So, dann düsen wir erneut nach oben. Ich hoffe, man wird mich diesmal loben. Ich glaube aber, da kommt nichts mehr. Ich glaube, da oben ist jetzt alles leer. Oder sehe ich... Doch, da sehe ich noch ein Flöcklein tanzen. Nein! Nein! Ich meine natürlich, hey, kein Problem. Das waren natürlich Skills. Graf Souverän ist am Start. Mhm. A.K.A. Mr. G-Point. Ah, na sieh mal einer an. Wenn das nicht die fehlenden Schneeflocken sind, dann weiß ich auch nicht. Jetzt aber geschwind. 66 von 67, eins fehlt nur noch. Aber das könnte ja überall sein in diesem Loch. So ein Mist. Ich glaube, ich spring mal nach hier unten. Es könnte ja sein. Ich meine, für da oben, da waren wir ja schon fein und haben alles abgesucht. Ich glaube, diese Map ist verflucht. Es sei denn, da oben, dort sehe ich noch, aber ich glaube, da waren wir auch. Jawohl. Hier unten hingegen alles gesammelt. Später nochmal da oben gegammelt. Da komme ich leider nicht mehr hin. Und da jetzt noch zu suchen, da fehlt mir der Sinn. Denn da ist doch nur die blöde Gondel. Ich weiß nicht, was sich auf Gondel reimt. Mir fällt gerade nur Gondel Gaukeli ein. Aber das wäre ein Wortspiel. Nein, 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 nein. Okay, kann ich da auf den Felsvorsprung landen? Das würde mir helfen. Nein, nein, das kann ich natürlich nicht. Blödes Kackding. Fast hätte ich hier das Ding fertig, aber natürlich, das Ding muss natürlich so scheiße versteckt sein, dass man da nicht hinkommt. Aber deswegen fehlt es uns ja noch. Egal, wir holen uns das jetzt. So. Erstmal wieder hier schön in der Kabine abschunkeln. Der Junge hat Swing. Heutzutage heißt es ja immer Swag, aber in Wahrheit heißt es eigentlich Swing. So, wir haben die Höhle komplett. Hohoho, bei so vielen Flocken, ich glaube, ich werde fett. Denn in Wahrheit handelt es sich nicht um Schnee, um was Gesundes wie Salat oder Klee. Es handelt sich um Zuckerstücken. Nach jedem Ding müssen wir uns bücken. Doch mit jedem Zuckerstück, das darf doch nicht sein. Da werden wir fett, so fett wie ein Schwein. Und bald schon sehen wir die Füße nicht mehr. Wir stehen nur aus Bauch, aus Fett und aus Schmer. Bauch. So. Komme ich da rüber? Ich traue es mich fast nicht. Aber das Risiko wird belohnt. Ach, Gott sei Dank. Hier haben wir auch alle 37 von 37. Wir sammeln uns langsam voran. Dass ich das noch erleben kann. Ich glaube, das geht schneller, wenn wir hier laufen. Sonst würde ich beim Warten hier nebenbei saufen. Dann bin ich besoffen. Natürlich von... was trinkt man denn zu Weihnachten immer? Außer Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt bei den furchtbar besoffenen Erwachsenen, die ein super Vorbild für alle Kinder sind, die da einen schönen Tag auf dem Weihnachtsmarkt verbringen wollen.
Weihnachtsmärkte sind überhaupt nicht mehr weihnachtlich. Weihnachtsmärkte sind nur noch irgendwie voll mit Menschen, mit 3 Milliarden Menschen, die sich gegenseitig totrammeln. Was ist denn da los? Müssen wir das jetzt eigentlich jedes Mal machen? Ich finde diese Scooterplatte furchtbar. Rumsti, bumsti, rumsti, bumsti, rumsti, bumsti, bums. Rumsti, bumsti, rumsti, bumsti, schlumsti, schlumsti, schlumps. Das ist übrigens der neue Scooter-Hit. Wenn er das hört, bringt er das gleich auf CD raus. Ist auch nicht schlimmer als How Much Is a Fish. Rumsti, bumsti, rumsti, bumsti. Wo geht's denn hier lang? Sind wir hier schon mal lang gefahren? Ich glaube nicht. Ene mene Mister, es rappelt in der Kiste. Ene mene Mac und du musst weg. Ene mene Mister, weg bist du noch lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. Ene mene Mister, ich glaube, ich schwitze. Ja, ich verpiste, ich weiß gar nicht. Da diddledum, oh oh. Der Plumpsack, der geht rum. Oh, oh. 27 von 36. Hier fehlen uns noch ein paar. Und ich erinnere mich, das ist ja wohl klar, hier waren wir das letzte Mal, als die Mutti uns rief. Mit Mütze und Schal. Und sieh einer an, hier haben wir noch Flocken. Wenn wir noch weitere finden, da würde ich abrocken. So, hier sammle ich auch die Schneeflocken auf. Dann düse ich hoch, denn das ist hier Brauch, sagte Gronkh, der alte Lauch. So. Ja. Lauch ist ja so eine neumodische Beleidigung, ne? Ich verstehe erstens nicht, Schnittlauch im Ei ist... Oh, juhu, Schnittlauch im Ei ist zufällig sehr lecker. Möchte ich mal festhalten. Was? Jump. Ach so. Ah, 3 to 1. Ich erinnere mich, hier waren wir schon mal. Und vor allem die Leute, die das sagen, ich verstehe, Lauch ist ein dünner Halm. Deswegen sagt man, du Lauch. Aber das Lustige ist, die meisten, die das sagen, wenn man sich die Profilfotos auf Facebook anguckt, von Leuten, die auf Facebook du Lauch schreiben, dann sind das Leute, die haben so dünne Ärmchen, die sehen aus wie der Baum hier. So eine Ärmchen haben die, wo man sich dann denkt, oh Mann, wenn ich den auf den Rücken haue, dann breche ich den in 3 Teile durch aus Versehen. Das sind so kleine, ganz niedliche Jungs und die sagen dann, ey, du Lauch, du bist ja voll der Lauch, du kleiner Bub, bist ja voll der Lauch. Yalla, yalla. Ja, so, das stellt man immer wieder fest. Ich weiß gar nicht, warum das dann sein muss. So. Ich fahre hier extra nicht Schlitten. Deswegen, damit ich hier noch gucken kann, ob wir hier noch irgendwas finden. Aber hier oben scheint alles clean zu sein. Und da hinten unser Haus, mitten im Nirgendwo, im deprimierenden Nirgendwo, wo der kleine Junge haust. BZW, wo ihn seine Mutter wahrscheinlich hingeschleppt hat und ich weiß gar nicht, es war wahrscheinlich bei der Scheidung, ist die Mutter wahrscheinlich hier, da hinten ist die Stadt und die Mutter ist dann tief in den Wald gezogen, was bestimmt eine sehr gesunde Entscheidung war. Ich habe gehört, hier im Wald, da lauern auch die Massenmörder von der naheliegenden Anstalt. 6 von 78, na das ist ja peinlich. Mount Tall. Happy New Year, you all. Kann ich vielleicht da oben mal gucken? Vielleicht... Tut mich da was beglucken? Nein, überhaupt nichts. Geht's hier noch weiter? Tatsächlich sogar. Dort sitzt auch ein Elf mit schütterem Haar. Ansatz. So, wie sieht's denn aus? Ich hätte gern Kakao. Bevor die Alte mich ruft. Die Mutter, nicht die Frau. So, so schlürfe ich mir das leckere Heißgetränk rein. Was könnte Neues in der Elfenenzyklopädie sein? Dann suchen wir einen Eintrag ganz schnell und lesen ihn jetzt, denn noch ist es hell. Ferne Landschaften in Landschaften fern. Da sind so Plätzchen, die siehst du so gern. Vielleicht eines Tages gehst du dorthin. Und drehst du dich um,
So steht dir der Sinn vielleicht danach, nach Hause zu kommen. Doch noch siehst du dann da dein Heim in der Ferne verschwommen. Ich habe also alles, was man im Hintergrund sieht, sind Orte, wo man hinkommt. Ja, das geschieht. Aber das haben wir schon festgestellt. Das Elfenwissen, es wurde wohl erst kürzlich erstellt. Die Elfipedia. Ich glaube, das ist immer die Musik, wenn ein Tier auf uns wartet und wir... Ja, haben's verjagt. Es tut mir leid. Ich hab's versemmelt. Nein, das ist die Scheißuhr. Es ist schon wieder die Scheißuhr. Das darf doch nicht wahr sein. Die Mutti. Marvin, time to come in. Okay.